Schnarch nicht so laut. Oh, ich glaube, wir müssen aufstehen. Oh, ich bin aber doch müde. Oh, aber unsere Tiere, die haben doch so einen Hunger. Unsere Pferde, unsere Schweine, unsere Schweinchen und unsere Pfau und unsere Hühner. Oh, ob Unita, Lolita, Chiquita, Bandita schon wach ist? Mal schauen. Die schläft auch noch. Okay, noch ein bisschen schlafen. Aber nur noch ein bisschen so, vielleicht, bis der Wecker klingelt. Wir haben gar keinen Wecker. Das stimmt. So ein bisschen die Augen zu machen und noch kuscheln. Oh. Was hast du geträumt? Weißt du, was ich geträumt habe von meinem Märchenbuch? Oh, das ist doch so schön. Unsere Märchen sind so schön, Violetti Spaghetti. Von dem Gespenst im rosa Kleidchen, vom Nikolaus. Huckchen Schruppelkraut. Und wer ist da noch? Die Regenbogenprinzessin. Genau, die Regenbogenprinzessin. Von denen habe ich geträumt. Und was hast du geträumt? Von Spaghetti. Guten Morgen. Wir sind da jetzt raus. Genau, wir müssen jetzt wirklich aufstehen, Violetti Spaghetti. Es ist 9 Uhr. Stimmt, der große Zeiger, der ist ganz oben. Und der Kuckuck war schon draußen und jetzt geht's los. Wir gehen jetzt die Tiere füttern. Und schauen mal, wie die geschlafen haben. Nehmen wir dein Haar da raus, so. Und los geht's. Los geht's. Komm. Okay. Ja, hier sind doch unsere zwei total zahmen, also ein Hahn und eine Henne. Genau, ein Paduaner, der hat so eine ganz schöne Frisur. Und heißt Zui. Und dann ist da noch eine Henne. Und die, da weiß ich noch nicht genau, wie die heißt, aber auf jeden Fall so ähnlich wie Rocky oder weil die so... Die ist so gechillt. Und weil die so gechillt ist, heißt die vielleicht sogar Chili. Vielleicht Chili und Billy. Aber im Endeffekt ist ja egal, die sind total süß und die lassen wir jetzt raus. Und müssen Wasser geben. Ja, weil das Wasser ist ganz wichtig, weil im Winter können die ja nicht alleine sich einen Wasserhahn aufdrehen. Und es gefriert ein, so wie meine Nasenhaare. So, Wasser, Marsch, Wasser, Marsch. Super. Los geht's. Und hopp, Tür auf. Hallo, klopf, klopf. Kuckuck! Herausspaziert! Morgen! Oh, guck, wie durstig die ist! Ganz durstig! Ja, das ist ein Brahma-Huhn und die ist ganz, ganz zahm. Meinst du, ich kann die auch streicheln? Ja, probier's halt mal. Also, ich darf sie streicheln. Hallo! Auch, warte mal, ganz kurz. So, du musst aber auf meinem Schoß bleiben, okay? Komm mal her, Süße. Komm mal her, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh, nimm mal deinen Schnabel aus meiner Nase. Und jetzt gehen wir weiter, okay? Wir gehen jetzt zu den Pferden. Zu den Pferden und zu den Hühnern, die müssen auch noch raus. Ihr zwei Süßen. Ein Zauberkuss. Ein Zauberkuss mit Zauberglitzer von der Regenbogenprinzessin. Morgen! Guten Morgen! Ach, Frau Lustig, du bist auch schon da. Frau Lustig, hallo! Die sieht echt voll cool aus, die Frau Lustig. Und du hast einen nackten Hals. Nackthalshuhn. Und du bist auch schon, das ist ein Maran. Die legt Schokoeier. Wie Schoko? Ja, die sind total braun. Und dann gibt's... Oh, du bist aber fett, fett, fett. Ein Brahma. Und oh. Ja, guck
dir mal seine Frau an, die ist auch groß. Flup, flup, flup. Und du siehst süß aus, Mello. Das ist der Mello, ein Seidenhahn. Und noch so ein großer. Oh! Vetter, das ist Sebastian. Sebastian und Sebastian. Sind das Zwillinge? Das sind Zwillinge. Und dann haben wir noch grüne Eier von einer weißen Henne Bertha. Eine Henne Bertha ist da vorne. Und der Goppi, der kräht ganz laut. Und gestern hatten die ganz schön viel Eis in ihren Federn. Schau mal, die ist vom Hausmeister, das ist die Juliane. Die steht da. Oh, die ist so süß. Süß, süß, süß. Das ist ein Strupphuhn, Violetti Spaghetti. Ein Strupphuhn. Sie sieht aus, als hätte sie eine Steckdose gefasst. Voll cool. Die sind alle ganz unterschiedlich. Die sehen alle anders aus. Ole, ole. Der ist auch im Märchenbuch mit drin. Ja, das ist der kleinste Hahn. Der hat ganz kurze Füße. Und einen großen Kamm. Der Kamm ist das, was oben auf dem Kopf ist. Und ganz langen Federn am Schwanz. Genau. Und wo ist der Tarpan, Violetti? Hast du den schon gesehen? Unser Pferd? Tarpan. Tarpan. Wir schauen mal. Ah, ich sehe ihn. Kuckuck. Hallo, Tarpan. Guten Morgen. Da gehen wir mal hin. Meinst du vielleicht, dass der herkommt? Tapi, schau mal. Eine Karotte. Der frisst lieber Heu. Ja, wir nehmen einfach mal rein. Tarpan, wir kommen zu dir. Hallo. Schön langsam, sonst erschreckt sich ein Pferd. Das sind nämlich Fluchttiere. Hallo, guten Morgen. Schau mal, eine Karotte habe ich. Erst mal einen Kuss. Mit den Karotten. Wollt ihr den Finger? Mann, ich kann mal reiten. Vielleicht kannst du dich mal auf den Rücken setzen. Wenn er wieder Heu frisst. Mal abwarten. Hallo, ich hab nichts mehr. Tarpan, iss mal dein Heu. Tarpan, wir haben keine Karotte mehr. Du musst jetzt dein Heu fressen. Es schmeckt außerdem so. So lecker. Oh, ein Zauberkuss. Wir gehen jetzt zum Schwein, okay? Wir gehen jetzt zum Schwein, Tarpan. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Oh, ich versuch's doch nochmal. Ganz vorsichtig. Sag mal Hallo. Hallo. Man muss dem Pferd erstmal sagen, dass man da ist, weil es so groß ist. Das kriegt es ja gar nicht richtig mit. Stimmt. Oh, und ganz weich. Ganz weich. Voll cool. Violetti, du bist ganz schön groß. Ja, viel größer als du. Baba, wo reite ich hin? Da, 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 da. Wie im Wilden Westen. Wie im Wilden Westen. Da, da. Nicht so wild, Violetti Spaghetti. Der frisst doch noch. Ich reite schon mal in die Wüste. Da, 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 da. Da gluckert's im Bauch. Hast du es gehört? Da gluckert's im Bauch. Der verdaut schon. Wow, und wie gluckert. So, Violetti, komm, wir lassen ihn weiter essen, gehen zu Pumba und Kiki. Okay. Guten Morgen. Ein Zauberkuss. Das ist Diana. Diana, guten Morgen. Hey, ich bin kitzlig. Und wer ist das? Das ist die Nadia. Und der Weiße? Der Weiße, das ist der Vincent. Da hinten steht jetzt der Tarpan. Genau, das steht da ganz hinten jetzt. Hallo Nadia, guten Morgen. Morgen. Oh, die legt die Ohren an. Was heißt das? Ohren anlegen heißt, die ist jetzt ganz schön böse gerade im Moment. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und sich in Acht nehmen. Ich bleib lieber auf
Sicherheitsabstand. Und jetzt gehen wir zum Hasen. Hasen? Ja, zu Frau Möhrchen. Mimi und Nona. Wer ist denn da? Ja, schau halt mal, wer da ist. Ein Hase. Das ist die Nona. Ist der nicht kalt? Ja, ist es nicht kalt. Die haben sich ganz, ganz, ganz tief unten in der Wurzel einen wunderschönen Bau gebuddelt. Ganz tief. Da ist nicht kalt. Nein, da ist es nicht kalt. Die hat noch Kumpels? Die hat noch Kumpels, zwei Stück. Ich weiß nicht, wo die sind. Die schlafen vielleicht noch. Bestimmt. Hallo. Hallo, Nona. Noch ein Apfel? Nona, schau. Bitte. Komm, wir gehen zum Schwein. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Adam. Guck mal, vom Adam, da wächst schon wieder der ganz, ganz lange, der hat ganz lange Schwanzfedern jetzt, die wachsen schon wieder. Und der putzt sich morgens immer schön. Die Ohren. Zähne hat er nicht. Zähne hast du geputzt, aber der muss sich ja keine Zähne putzen. Dem ist ganz schön kalt. Ja, der steht manchmal auf einem Bein. Sollen wir da mal runterrutschen? Wie? Naja, da die Rutsche runterrutschen. Das ist so steil. Das ist voll steil, aber auch voll cool. Die liegt voller Schnee. Das macht ja nichts, wir probieren es halt einfach. Dann sind wir schneller bei unseren Schweinchen Kiki und Pumba und den Gänsen und den Enten. Ich hab einen nassen Popo. Der ist voller Schnee, oder? Der ist voller Schnee. Oh. Warte, jetzt geht's zum Schwein. Hopp. Auf geht's zum Schweinen. Kiki und Pumba. Schau mal, wer da ist. Pumba. Guten Morgen, Pumbali. Man sieht nur deinen Popo. Warte mal kurz, ein Apfel haben wir dabei. Was haben wir noch? Eine Karotte und ein bisschen Toastbrot und Banane. Guten Morgen, schau mal. Bumbi. Ein Toast. Guten Morgen, schau mal, ein Toastbrot. Mach mal Stopp. Schau mal, Kiki und Pumba. Und wer ist die Kiki? Weißt du das? Ja, die dünne Kleine. Und der Dicke ist Pumba. Das hier ist Pumba. Und der geht sogar mit uns spazieren draußen. Ja, aber der rutscht nicht die Rutsche runter. Nein, da passt der nicht drauf. Und außerdem ist der viel zu schnell. Außerdem rutschen ja Schweine keine Rutschen, oder? Wer weiß, wer weiß. Schau mal. Bitteschön, ein Toastbrot, Kiki, ein Toastbrot. Einen gesunden Apfel. Einen gesunden Apfel.